So, da sind wir wieder bei Let's Play Professor Layton. Und ich habe aus Versehen einen Bildschirm weitergeklickt, weil Luke hat ja letztes Mal gesagt, hier ist irgendwas seltsam. Und das werden wir jetzt hier rausfinden. Oh, Matthew, was ist los? Herr Professor, es ist furchtbar. Bitte kommen Sie schnell, bevor ich jedoch auch Kotzmusbaumraucher husten. Was haben Sie denn, Matthew? Wenden Sie sich um die Katzen sorgen, die haben wir wieder heil hergebracht. Oh, nun, das wird die Baronin freuen. Doch im Moment ist die Katze nicht von Belang. Bitte eilen Sie nach oben. Hier entlang, bitte. Was ist denn los? Oh. Schöner Scheitel hier und schönes Bärtchen. Und ich glaube, ich gebe denen diese Stimme hier. Sie sind also der Brr. So, Entschuldigung, Leute. Ich wurde gerade ganz kurz gestört. Leider. Aber ich mache jetzt einfach weiter. Also, Sie sind also der berühmte Professor Layton. Mein Name ist Chalmie, Inspektor Chalmie. Ich leite hier die Ermittlungen. Die Ermittlungen? Ist das nicht etwas übertrieben? Wir haben Claudia gesund wiedergefunden. Oh, Claudia, mein Liebling. Mami hat dich so vermisst. Miau! Was macht diese Katze her? Wieso in aller Welt bringen sich ein Tier an einen Tatort? Wir waren für eine Weile im Dorf und wissen nicht, was vorgefallen ist. Was ist denn passiert? Hier geschah ein Mord, Professor. Ach du Scheiße, an wem denn? Ein Mann wurde getötet. Wie bitte? Wer wurde ermordet? Das Opfer war hier wohnhaft, ein gewisser Simon Reinhold. Och nö, nicht der. Simon wurde vor etwa 2 Stunden bekam ich eine Meldung, ein Mann sei in der Villa der Reinhold zusammengebrochen. Nach meiner Ankunft am Tatort stellte ich fest, dass Simon nicht mehr am Leben war. Und was war die Todesursache? In dieser Sache leite ich gerade eine Ermittlung. Ich möchte Sie nur wissen lassen, Layton, dass auch Sie als Verdächtiger in Frage kommen. Die weiteren Details des Falls sind streng vertraulich. Wo wir gerade von Detail... So, kurz die falsche Stimme gegeben, aber... Wo Sie gerade von Details sprechen, wer war der Anrufer, der Sie von dem Fall in Kenntnis setzte? Haben Sie was an den Ohren? Ich habe doch gerade gesagt, dass die Details streng vertraulich sind. Alle mal hören! Ich werde Ihre Aussagen im Nebenraum aufnehmen. Bitte treten Sie nacheinander ein. Und damit eines klar ist, niemand verlässt das Anwesen, bevor ich mit allen Beteiligten gesprochen habe. So, Frage nach dem Mord. Ja, mit wem reden wir denn? Man stelle sich das vor, ein Mord, und das in diesem Haus. Das ist wirklich schauderhaft. Sie sind doch Detektiv, oder? Beeilen Sie sich und finden Sie den Unmenschen, der dies getan hat. Guter Mann, ich bin kein Detektiv. Aber Ihre Besorgnis ist überaus gerechtfertigt, kein Zweifel. Wir alle leben gefährlich, solange der Täter nicht hinter Schloss und Riegel ist. Sprechen mir aus der Seele. Ich verstehe es einfach nicht. Simon war manchmal etwas herablassend, doch es hat ihn niemand gehasst, oder? Wenn der Verbrecher hinter dem Geld meines Bruders her ist, bin ich womöglich als nächstes dran. Gut möglich. Wenn wir als Motiv annehmen, dass der Täter in den Verbrecher her ist, gibt es so einige Verdächtige. Du lieber Himmel! Doch nicht etwa, ich hätte mal etwas mit diesem Verbrechen zu tun. Geiler Blick übrigens.
Ich habe mich immer sehr gut mit Simon verstanden. Allerdings staut der Augustus nicht gerade nahe. Puh, wissen Sie, all das Gerede über Familienbande erinnert mich an ein interessantes Rätsel. Welches denn? Bissige Brüder. Ach, das. Sechs Brüder sollen sich zum Abendessen an den Tisch setzen. Der älteste Bruder hat die Nummer 1, der jüngste die Nummer 6. Entschuldigung? Jeder ist mit dem nächstälteren sowie dem nächstjüngeren Bruder verkracht und darf neben keinem dieser beiden sitzen. Allerdings lagen sich Bruder 3 und Bruder 5 neulich dermaßen in den Haaren, dass auch sie sich weigern, nebeneinander zu sitzen. Bruder 1 hat bereits Platz genommen und wartet auf den anderen. Findest du eine Sitzordnung, die keinen Bruderzwist aufbauen muss? Das werden wir doch mal sehen. Hier mache ich es eigentlich gerne immer so. Ich tue einfach rumprobieren, bis alles passt. So sollte es eigentlich richtig sein. There we go. Und? Was? Falsch? Frankly, I'm ashamed. Nein, die Brüder sind wirklich so ein schlimmer Haufen, also setzt sie bitte so, dass sie nicht das gute Porzellanschiff kaputt machen. Aber ich hab doch alles nachgeschaut. Woran liegt denn der Fehler? Oh, schon verstanden. Aber jetzt müsste stimmen. Eigentlich. Luke, here's my answer. Jetzt. Every puzzle has an answer. Kleiner Fail. Aber niemand ist perfekt. Prima gemacht. Setzt die Rabauken hin wie gezeigt, dann dürfte Ruhe im Karton sein. Das Spiegelbild der Ordnung funktioniert übrigens auch. Endlich eine friedliche Tafelrunde. Yay, wir haben's gepackt. Ach, das ist also die Lösung. Ich bin froh, dass sie das Rätsel so mühelos knacken konnten. Allerdings wissen wir dadurch auch nicht mehr über Simons Mörder. Ich versichere Ihnen, ich hatte nichts damit zu tun. Bitte suchen und stellen Sie den wahren Täter. Natürlich, ich verstehe Sie gut. Immerhin stehe ich ebenso unter Verdacht. Wir ermitteln weiter. Und noch ein seltsames Bauteil. Yay! Natürlich gleich ein. Und schon ein Riesenteil. Gucken wir weiter. Ah, die Musik da hier im Hintergrund, die ist einfach mal geil, muss man einfach mal dazu sagen. Ja. Was ist denn mit dir, Matthew? Matthew, zu dieser Tatzeit irgendwelche in der Nähe der Villa aufgefallen. Und ich wollte gerade noch sagen, im Vergleich zu Gordon ist Matthew ja richtig zu Werk. Ich bin untröstlich. Mein Raucher husten und ich habe leider niemanden gesehen. Ich wusste nicht einmal, was Herrn Simon widerfahren war, bis der Herr Inspektor bei uns eintraf. Und wo ist Simons Leichnam jetzt? Ich habe es nicht gesehen, aber man sagte, der Inspektor hätte Herrn Simon nach draußen getragen. Ich verstehe. Nun, es sieht aus, als hätten wir momentan keine heiße Spur, was den Fall angeht. Einen Moment bitte. Sehen Sie, das habe ich in dem Zimmer gefunden, in dem Herr Simon entdeckt wurde. Das weiß ich unglücklicherweise nicht. Ich hoffte, es könnte ein Hinweis sein, darum hoffe ich es auch. Faszinierend. Dieses Zahnrädchen ist so klein, dass es selbst einer akribischen Suche entgehen würde. Und was ist das? Hier ist eine Gravur. Hammer und Schraubenschlüssel. Du bist auf ein ungelöstes Geheimnis gestoßen. Zahnrädchen. Ein kleines Zahnrad?
Unternehmer fällt mir ein Patent fürs Rätsel ein. Darf ich vortragen? Du darfst. Was? Machen Sie Witze? Ausgerechnet jetzt wollen Sie, dass wir ein Rätsel für Sie lösen? Ach, Luke, komm schon. Das machen wir doch gerne. Du hast eine Scheibe mit 8 Zacken in der Hand, auf der ein roter Punkt ist. Wenn du die Scheibe so hältst, wieder dass der Punkt die Position in die Abbildung A hat, und sie dann umdrehst, zeigt die Scheibe einen schwarzen Punkt. Wo genau ist, siehst du gleich neben Abbildung A. Nehmen wir an, dass du die Scheibe hältst wie in Abbildung B. Wo musst du jetzt der schwarze Punkt liegen, dass du die Scheibe, wenn du die Scheibe umdrehst? Okay. Kreise die Stelle ein, an der du den schwarzen Punkt vermutest. Das werden wir machen, aber ich würde erstmal sagen, das machen wir im nächsten Part. Bis dann!